How is it for you to be part of this event, of this evening? It's incredible. When I think back to when I first had the idea to ski for Jamaica and to follow a dream, I can't actually believe I'm standing here right now. It's incredible. Kannst du kurz erzählen, wie es dazu kam, dass du jetzt hier in Schladming dabei bist? Ja, eigentlich hätte ich nicht dabei sein sollen, aber dann letzte Woche habe ich erfahren, dass der Mannschaft gar nicht kommt und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann die Basic Quad da benutzen kann für den Super-G. Und dann bin ich am Mittwoch dabei. Worauf freut ihr euch denn besonders? Ja, jetzt sind wir hier, Schladming, Weltmeisterschaft, mit einem großen Show, denke ich. So ein bisschen das Stadion jetzt anschauen und das Gefühl spüren, dass es Weltmeisterschaft ist, da sind wir bereit. Ich finde es cool, also vom heimischen Publikum und ein Herminator und ein Terminator miteinander, das war auch sehr lustig. Das Highlight, der Terminator und der Herminator, definitiv. Oder? Ja, vor allem, dass der Arnold sich dafür zeigt oder hergibt, dass er da das eröffnet, das finde ich einfach sehr, sehr cool und hohe Anerkennung von mir. Und denkst du bei der Eröffnungsfeier jetzt schon an die WM oder genießt du einfach dabei zu sein in deiner Heimat? Ich genieße es eigentlich dabei zu sein. Also jetzt ist einmal das Skifahren nebensächlich, jetzt genießt man den Augenblick und das glaube ich passiert nicht so oft in einem Skifahrerleben im eigenen Land.